Wenn sich RT-125-Freunde von überall her in Dorf Chemnitz treffen, ist der Zwönitzer Ortsteil im Zweirad-Oldtimer-Fieber. RT-125 ist die Modellbezeichnung diverser Motorräder, die von verschiedenen Herstellern produziert wurden. Klaus Ullmann, der die Veranstaltung mit dem Motorradstammtisch organisiert, sagt am Morgen des zweiten Veranstaltungstages, dem Wahlsonntag in Sachsen: Also bis jetzt ist es etwas ruhiger. Wir hatten gestern ca. 150 Teilnehmer, 60, 70 RT 125 und hoffen, dass es heute ein paar mehr werden. Ich gehe mal davon aus, dass sie alle erst ihre Bürgerpflicht erfüllen und wählen gehen. Auch in Thüringen wurde am 1. September gewählt. Doch Peter Böhme aus Schmölln, der das Treffen seit 2008 besucht, hat es auch in diesem Jahr wieder ins Erzgebirge geschafft. Er kam mit einer Maschine, die 1928 im Diamantwerk in Chemnitz-Sigmar hergestellt wurde. Also das Motorrad hat man damals, wo es gebaut worden ist, 1350 Reichsmark gekostet. Das war viel Geld. Konnte sich nicht jeder leisten. Und ja, es war schon ein Luxusmotorrad. Und wie ist Peter Böhme an das gute Stück gekommen? Ich habe es gekauft für 20 DDR-Mark in Schrottteilen und habe das dann innerhalb von 25 Jahren aufgebaut. Ich habe dann mal kurz in der Wende aufgehört, weil war irgendwie Ersatzteile gab es keine mehr und nicht. Und ja, es war schwierig. Heute ist der Thüringer wieder voll bei der Sache. Wie auch Monty Hübner, der aus dem erzgebirgischen Talheim eine kürzere Einfahrt hatte. Ich bin heute früh hierher gefahren mit einer 350er Schüttoff, kopfgesteuert, Baujahr 27. Das ist eine 500er Schüttoff, kopfgesteuert, Baujahr 30 ist das. Und die Maschinen wurden in Chemnitz gebaut von der Firma Schüttoff. Ja, in Chemnitz. Merkmale sind freiliegende Ventile, freiliegende Ventiltriebe und ja, Glockmotoren, was in den 20er Jahren nicht so typisch war. Damals hat man noch wie bei der Diamant Motoren und Getriebe dazu gekauft, aber das waren schon Glockmotoren. Ja. Die Veranstalter vom Motorradfahrer-Stammtisch Dorf Chemnitz freuen sich auf jeden Besucher, ob mit Fachkompetenz oder aus Interesse halber. Und die Teilnehmer kommen zum Teil von weit her. Also eigentlich zumindest aus ganz Sachsen, aus den angrenzenden Bundesländern. Wir haben auch Gäste aus Westdeutschland. Gestern war ein Kollege da, der ist extra aus den Niederlanden hergekommen. Der hat seine RT 125 auf dem MZ-Gespann verladen. Musste aber leider gestern Abend schon wieder abreisen. Montag ruft die Arbeit wieder. Wir hatten in Dänen da, der war allerdings nicht mit einer RT, der war mit einer kleinen Honda da. Der war hier auf der Durchreise. Also ist durchaus schon international und kann fast sagen deutschlandweit. Der Motorradstammtisch macht sein RT-125-Treffen aller zwei Jahre im Wechsel mit dem Dorf Chemnitzer Stampenfest, weil viele Helfer bei beiden Veranstaltungen mit anpacken. Zu den festen Programmpunkten beim RT-Treffen gehört eine Ausstellung und der Teilemarkt. Höhepunkt ist die gemeinsame Runde durchs Erzgebirge.